Als nächstes steht die Küche auf dem Programm. Hier gilt es, die Arbeitsplatten zu verbinden, sodass ein Winkel entsteht. An der Schnittstelle der beiden Arbeitsplatten habe ich unterhalb ein Brett montiert, welches dann beide Platten mitträgt. Dadurch sind die Arbeitsplatten bereits ziemlich press miteinander verbunden. Den passenden Umliner und Silikon wird besorgt und angebracht, sobald die Baumärkte geöffnet sind. Es sind zwei Auszüge geplant. Auf der rechten Seite lässt sich eine Art Weinkiste herausziehen. Links bekommt dann die obligatorische Besteckschublade natürlich ebenfalls einen Auszug. Darunter sind die kleinen grünen Retroschränke platziert und dahinter der Frischwassertank für die Küche. Die Wasserversorgung ist ein eigener Kreislauf für die Küche. Das spätere Badezimmer mit Waschbecken und Dusche erhält einen weiteren. Der Mikroschalter in der Armatur aktiviert die 12-Volt-Pumpe und schon wird Wasser aus dem 20-Liter-Tank gefördert. Ich hatte bereits in der Intro zum Umbau angedeutet, dass der neue Grundriss so einige Vorteile bietet. Was die Küche anbelangt, ist es definitiv ein Mehr an Stauraum. Dazu kommt noch, dass der orangene Schrank ausgelagert gegenübersteht. Ebenso der Kühlschrank, der nun auch nicht mehr Platz, so wie in der Kühlbox in der Vergangenheit, unter der Arbeitsplatte verschlingt. Dazu bietet der neue Kühlschrank immerhin vier Vorteile. Erstens, er verbraucht deutlich weniger Energie. Statt 600 Wattstunden am Tag nur noch 170. Der Kompressor springt nur dann an, wenn die eingestellte Temperatur unterschritten wird und läuft nicht mehr durch wie die vorherige Kühlbox. Zweitens, insgesamt stehen nun 73 Liter Volumen zur Verfügung. Davon sind 13 Liter dem Eisfach vorbehalten. Zuvor waren es 40 Liter ohne Eisfach. Dann drittens sind bei heißen Tagen keine Kühlprobleme mehr zu erwarten. Bisher hat die Kühlbox bei Temperaturen über 30 Grad so ihre Probleme und geschwächelt. Ebenso verhält es sich mit dem orangen Schrank, der nun sämtliche Küchenutensilien oder besser Kochutensilien beherbergen kann. Ansonsten muss die Küche für den Moment so belassen werden. Um weitermachen zu können, bedarf es einem Besuch im Baumarkt. Als nächstes steht dann der Rückbau des Bettbereiches an.